Hallo, mein Name ist Florian Müller aus dem Agro-Training von Lemken und ich zeige euch heute, wie wir mit unserem CC 1200 Thermal die Verzugszeiten einer Feldspritze einstellen. Dazu werden wir als erstes eine Markierungsbahn mit der Feldspritze ziehen. Dazu habe ich meinen Kollegen Tom Sanders dabei. Tom, kannst loslegen. Er markiert jetzt mit der Feldspritze im GPS-System, fährt er jetzt eine Markierungsbahn ab. Und gleich, wenn er anhält, werden wir uns ein paar Markierungen setzen. So, hier haben wir jetzt die Markierung bzw. unsere Spritze. Wir nehmen uns einen Zollstock und markieren genau da, wo das Gestänge aufhört. Das heißt 25 cm von der Düse entfernt, weil das ist unsere Arbeitsbreite. 25 cm zu jeder Seite mit einem Fähnchen. Anschließend, wir haben jeder 5 Fähnchen, Tom macht das gleiche auf der anderen Seite, markieren wir das in 50 cm Schritten genau in der Flucht zu unserem Gestänge. Heißt, hier haben wir den 1 Meter, gucken nochmal, ob das auch mit unserem Gestänge fluchtet und dann alle 50 cm setzen wir ein Fähnchen. Die Fähnchen helfen uns dabei, nachher genau zu sehen, wo schaltet die Maschine ab. Ansonsten wäre das Ganze nämlich recht schwer zu erkennen im dynamischen Fahren, wo jetzt wirklich meine Maschine abschaltet. Sonst ist das immer Pi mal Daumen, ach ja, das war ein halber Meter, das war ein Meter. Da sieht jeder immer was anderes. Und so haben wir jetzt, wenn wir sehen, auf beiden Seiten des Gestänges haben wir jetzt jeweils diese 5 Fähnchen stehen. Und jetzt geht es wieder weiter. Die Markierungsbahn wird weitergezogen und gleich fahren wir dann quer zur Fahrtrichtung da rein. Nun fährt mein Kollege Tom 90 Grad Winkel zu unserer Linie mit den Fähnchen, fährt er in unsere markierte Bahn hinein. Und wir werden sehen, dass das Ausschalten als erstes und gleich wieder, wenn er durch die Bahn durch ist, das Anschalten. Spritze es an und gleich wird sie über GPS abschalten. Ja, wir kommen dran und zack, circa 20-30 cm zu früh abgeschaltet. Das heißt, wir werden gleich im Terminal diese Zeit korrigieren. Jetzt kommt noch die Einschaltzeit. Gucken wir uns das Ganze auch noch mal genau an. Und zack, auf den Punkt genau eingeschaltet. Das heißt, unsere Einschaltzeit ist gut, die müssen wir nicht mehr anpassen. Die Ausschaltzeit, die werden wir jetzt korrigieren. Dazu gehen wir mal zu Tom auf die Kabine und ändern die Zeit im Terminal. Ja, danke Tom. Wir haben gesehen, ein bisschen zu früh ausgeschaltet, einschalten war perfekt. Ich gehe das jetzt mal ändern. Die Zeiten ändern wir jetzt hier im CC-Config von unserem CC-1200-Terminal. Dazu einmal in das Feld reindrücken, unsere Spritzeneinstellung einmal aufklappen, rauf und weiter. Und ganz unten finden wir Verzugszeiten. Wir können hier die Einschaltzeit korrigieren und die Ausschaltzeit. Die Einschaltzeit war korrekt, die Ausschaltzeit wollen wir korrigieren. Dafür haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder ändern wir selber manuell die Millisekunden oder wir lassen das System rechnen. Wir rechnen jetzt einmal mit dem System. Hier können wir eingeben, hatten wir eine Lücke oder eine Überlappung. Das System hat zu früh ausgeschaltet, das heißt, wir haben in unserem Fall eine Lücke. Die Größe der Lücke haben wir gesehen, waren so 20-30 cm. Wir nehmen jetzt mal die Mitte davon, 25 cm, 0,25 Meter und weiter. Jetzt will das System noch wissen, wie schnell sind wir gefahren. Tom ist 6 km/h gefahren, dann geben wir das auch einmal hier ein. Und fertig. Jetzt ist die Verzugszeit neu berechnet. Das System hat jetzt 150 Millisekunden von der ISOBUS-Standardzeit der Maschine abgezogen. Und jetzt schaltet das System auch korrekt.